Hallo, heute mache ich einen Spaziergang um diesen wunderschönen kleinen Weiher und ich bin mir sehr sicher, ich werde eine ganze Menge Müll finden. Ich habe wie immer meine kleinen Hundetüten dabei, die ich eigentlich nur zum Müllsammeln brauche und dann schauen wir mal, was los ist. Das finde ich so unfassbar gemein, einfach den Müll in den Garten anderer Leute zu schmeißen. Ich habe jetzt nicht jedes einzelne Teil aufgenommen, das ich aufgehoben habe. Das wäre zu viel gewesen. Aber ihr seht, es sind ein Haufen Scheißkippen. Und gerade Kippen sind ein großes Problem. Eine Filterkippe vergiftet 100 Liter Wasser. Ich habe auch schon gelesen, dass es 500 sein sollen. Und wenn sie dann zerfällt, zerfällt sie zu Mikroplastik. Es ist also wirklich ganz schlimm. Und dann die Masken heute, sind so viele Masken überall und diese scheiß Kaffee-to-go-Becher. Ah, lauter blöder Mist und immer noch Strohhalme. Ich hoffe, ich konnte euch animieren, euren Müll immer selber mitleben zu lassen. Insbesondere Zigaretten, die sind so besonders umweltschädlich. Und vielleicht schafft ihr es ja auch, eine Tüte mitzunehmen und auch was aufzuheben. Das würde mich und die Umwelt sehr freuen. Es wäre schön, wenn ihr mir ein Like schenkt, mich abonniert und vor allem kommentiert, denn wie ihr wisst, werden YouTube-Filme dann nach vorne gerankt, anderen vorgeschlagen zum Anschauen, wenn sie auch eine Menge Kommentare haben. Also schreibt mir, wie ihr das findet, ob ihr selber euren Müll fallen lasst, mitnehmt oder vielleicht sogar auch den Müll, der dort liegt, einfach aufhebt, so wie ich es gemacht habe. Also, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dahin, ciao!